War ich ja doch gar nicht so doof. Was ist da unten denn? Nein! Oh nein! Ich hätte es kommen sehen müssen. Oh, eieiei. Du blöde Ziege. Natürlich hast du Flug-Pokémon. 4 Stück und ich setze dich an. Danke. Danke. Oh, endlich. So, was setzen wir gegen dich ein? Boah, Schnabel. Ach komm. Weg mit dir. Zack. Und was haben wir bei dir? Mauzi. Borschnabel. Zack. Und auch besiegt. Wow. Wie diese Trainer alle mit einer Attacke besiegt werden. Wow. Meine Fresse. Sonst hast du nichts, Tauboga. Aha. Das ist doch schon ein bisschen interessanter. Ja, danke. Wieder unnötiger Schaden. Sehr schön. Und... ah, ich dachte Level 37. Jetzt darf ich da wieder einmal rumrennen. Nur gedisst werde ich hier. Warum bin ich überhaupt links rumgegangen? Pfadfinderin, rechts wartet noch eine Schönheit. Quapsel? Wirklich? Fliegen. Noch ein Quapsel. Wow. Ich bin fasziniert. Kann man bestimmt an meiner Stimme hören, wie mich das umhaut. Also zwei Quaps jetzt in ein... boah, ne. Komme ich ja gar nicht mit klar. Und noch zwei Trainer. Zwei Schönheiten. Mhm. Mit den schönsten Pokémon, die es gibt. Und den nervigsten mit dem scheiß Gesang. Are you fucking kidding me? Warum überlebt das mein Fliegen? Jetzt hat es unseren Schaden gesenkt. Natürlich, Mauzi. Setz mir lieber wieder Borschnabel ein, das macht viel mehr Schaden. Selbst mit gesenktem Schaden. 100 und Level 37, sehr schön. 3 KP dazu bekommen. Boah. Und weiter geht's. Das habe ich ja auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe gerade übrigens wieder was getrunken. Wie ich immer zwischendurch was trinken muss. Frag mich nicht warum. Ich bin irgendwie ein wenig süchtig nach Trinken. Ist nicht das Schlechteste, aber... blöd, nervig, alles. Noch ein Radfratz, wow. Natürlich kann es wieder ruckzuck geben und drückt mir 8 Schaden rein. Super nervig. Da es sowieso 10 Level unter mir ist und ich es One hätte. Oh, ja. Gib mir dein Geld. Tschüss. Wie viele Trainer warten hier denn noch? Super nervig. 5 Pokémon. Alter! Warum? Furienschlag. Oh. Das war so klar. Ich hab's vorausgesehen. Boah, nein, Windstoß. Alter. Hör auf. Nachher machst du noch stärkere Attacken.
Wie zum Beispiel Flügelschlag. Ich will gar nicht dran denken. Mauzi auch besiegt. 24. Oh. Radfratz. Also diese Masse an schlechten Pokémon. Man sagt ja auch, Kleinvieh macht auch Mist, aber nicht so ein Kleinvieh. Pikachu, das macht Mist. Das kackt Elektrizität, das macht Mist. Hält aber dafür auch nicht viel aus. Dass Ash noch lebt in der Fernsehsendung, wundert mich. Also wenn er einmal mit Pikachu baden geht, dann ist aber aus die Maus. So, und das Mauzi auch besiegt. Und das waren endlich alle 5 Pokémon. Unnötig Attacken verschwendet. Und was hast du? Bitte nicht so viele, bitte nicht so viele. Nein. Vogel-Pokémon. Okay, du bist ein Vogelfänger. So, diesmal habe ich es richtig. 2. Oh, danke. Es geht ja noch. Und ein läppisches Taubsi. Brüllt rum, er hat geile Vogel-Pokémon und hat ein läppisches Taubsi. Ach. Und ein Tauboga, naja. Immerhin mal ein bisschen mehr Erfahrung. Mir geht langsam der Borschnabel aus. Und es hat 20 AP. Wut. Ich glaube, es hackt. Hack. Und immer noch nicht Level 38. Okay. Boah, wie viele Trainer hier sind. Nehmen wir aber alle mit. Denn später kriegen wir vielleicht nicht mehr so viele. Dann haben wir wenigstens 3 starke Pokémon, mit denen wir die Arena schaffen können. Und vielleicht ja sogar die Pokémon-Liga. Wer weiß, noch sind wir ja nicht besiegt worden. Ich glaube, ich bin noch nie so weit gekommen, ohne einmal besiegt zu werden. Es könnte wirklich ein Run werden, in dem ich nicht besiegt werde. Aber wie gesagt, na, wir haben erst 5 von 8 Orden und die Pokémon-Liga wartet auch noch auf uns. Noch einen Kampf gegen Giovanni und 2, 3 Kämpfe gegen 3 Kämpfe? Ich glaube 3 Kämpfe gegen Gary. Oder Kane. Ich glaube, mein Kumpel weiß noch gar nicht, dass ich ihn hier mit eingebaut habe. Sollte ich ihm vielleicht bald mal sagen. Aber ich nehme das auch alles in ein paar Tagen auf, um ein paar Folgen im Voraus parat zu haben. Falls ich mal nicht die Zeit zum Aufnehmen finde, dass ich auf jeden Fall etwas in der Hinterhand habe. Und hier labern immer Leute von Carbon und Mondstein und hast du nicht gesehen, was ihnen sowieso nichts bringt. Was bringt den Mondstein, wenn du Nidoran männlich hast? Du brauchst ein Nidorino. Und weh, du hast jetzt noch ein Nidorino dabei. Dann gibt's Ärger. Dann hast du mich schon wieder hier bloßgestellt von meinen ganzen Zuschauern. Hm, Nidorino? Ich habe da kein Nidorino gesehen. Müsst ihr euch verguckt haben. Es war ganz klar ein Knoggergeist. Und hier müsste gleich... Hier kriegen wir eine Angel, die will ich nicht. Die verschwendet nur... die nimmt nur wieder Platz weg. Wir müssten gleich schon am Relaxo angekommen sein. Ja, doch. Nein, doch. Nein. Halt, stopp. Hier komme ich doch nur zur dritten Arena? War das so? Ich bin gerade verwirrt. Und wehe, du kannst Explosion oder Finale. Kreideschrei. Autsch. Es piept in den Ohren. Ist zu laut. So. Das war's aber auch mit Volteball. Ich bin mir gerade unsicher, wo ich lang gehen muss. Elektroball, ja, komm, hier, Furienschlag.
Arg! Lichtschild. Hm. Gegen Spezialattacken. Normal. Ist keine Spezialattacke. Ah! Ultraschall. 20 Schaden. Wow! Puh. Danke. Und dann macht das keinen Schaden. Und dann trifft das nur zweimal. Und dann setzt wieder Ultraschall ein. Jetzt müssen wir auf unser Furien-Schlagglück hoffen und dreimal treffen. Und so ist es wirklich. Dankeschön. Mir gehen langsam die Pokémon aus. Ich renne hier aber auch durch, ohne irgendwie mal was zu heilen. Da ist das Relaxo. Jetzt bin ich am Überlegen. Wo geht's links lang, wo geht's nach oben? Ich habe eine Karte, ich könnte fliegen. Links rum ist... Ist links rum richtig? Also wenn ich jetzt hochgehe, bin ich... Halt, stopp. Nach da will ich. Da ist die dritte Arena. Das ist falsch. Also nach oben. Und da Fuchsania City. Genau! So, so heißt die Stadt. Und das ist Lavandia und das ist Prismania City. Und wir wollen... Warum kann ich da noch nicht in die Mitte? Komme ich da vielleicht schon so hin? Leck mich, Relaxo. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Oh mein Gott! Wir hätten uns so viel ersparen können. Das regt mich gerade voll auf. Oh Gott. Wie ärgerlich, Rion ist wieder am Leben. Das heißt, Rion kann wieder schön Kämpfe bestreiten, es ist verreckt. Nicht, dass ich will, dass mein Team immer stirbt, aber... Rion kann halt noch nicht so viel und soll halt so viel Erfahrung mit auf den Weg nehmen, wie es kann in den Kämpfen. Und jetzt sind wir hier in diesem Hotel mit der geilen Musik. Wo geht's hin? Wähle ein Stockwerk, S1. Die Fahrstühle hören sich alle so an. Hm. Okay. Ich würde niemals mit einem Fahrstuhl fahren, wenn ich da in diesem allgemein in der Welt wäre. Team Rocket sollte statt sich für die Weltherrschaft einzusetzen, lieber dafür einsetzen, die Fahrstühle zu reparieren. Starke, bam, und es macht Volltrefferschaden. Es überlebt jetzt sowieso noch einmal stärker mit so wenig HP, das ist ärgerlich. Aussetzer, wehe Hornattacke. Ich wollte gerade sagen, hätte ich wieder, schon wieder Stärke verschwenden müssen. Aber zum Glück ja nicht, Elektroball. Oh, Ultraschall, jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Finale. Yo! Yo! Soll mir recht sein. Spart mir sehr viel und bringt mir sehr viel Erfahrung. Dankeschön. Hast mir ja super geholfen. Hätte ich nicht gedacht. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Ah, du hast keine Zukunft. Oh. Armes Puppet. Magnetilo war nur Elektro, ja. Tackle. Oh nein. Oh nein. Autsch. Das macht so viel Schaden. Ja. Du bist schlau. Geil. Es ist so tanky, deswegen habe ich es auch in mein Team geholt. Weil es einfach verdammt tanky ist und geile Attacken lernen kann. Voltoball. Dafür muss es ja nicht schnell sein, solange es die Attacken sowieso überlebt. Autsch. Warum kann jedes zweite Elektro... Voltoball dieser Kreidschrei? Mann! Die neue Soundkarte ist
nicht von Vorteil, wenn Pokémon Kreideschrei beherrschen. Magneton, du wirst ja sehr viel können. Stimmt irgendwie so Tackle oder so. Wow. Volltreffer. Hornattacke. Wow. Geil. Einfach mal freie Erfahrungspunkte hier für Rion. Donnerschlag. Wow. Wie geil. Zack und Level 30. Das ist auch schon mal was. Stampfer. Mhm. Lass mich raten, da kommt einfach so ein Fuß von oben. Mal sehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Von hier komme ich doch. Das hat sich ja voll gelohnt. Voll krass gelohnt. Okay, aus diesem Schockwerk will ich schon mal raus. Hier nehme ich jetzt nicht jeden einzelnen Trainer mit, da muss ich ja die ganzen Stockwerke durchkämmen. Und das ist doof. Fünf Pokémon! Are you serious? Golbat, okay. Nein, nicht okay. Er kann blöde Attacken. Autsch! Die meinte ich eigentlich nicht mal. Ich meinte eigentlich sowas wie Superschall, Konfusstrahl. Ja, das ist super. Autsch! Das macht doch ziemlich viel Schaden, aber naja, das war's auch mit Golbat. Nein! Konfusschrei, da ist es schon. Da ist es schon, da geht's schon wieder los. Verwirrt und Stampfer. Was war das denn? Okay, ich habe gedacht, das wäre eine andere Animation. Wir tauschen jetzt einfach mal, weil ich keinen Bock darauf habe, die ganze Zeit verwirrt zu sein. Da machen wir uns mehr Schaden als denen. Konfusstrahl, lass mich raten. Oder einfach gar nichts, weil du voll... Arr! Mann!